Strom wird gesagt, wir haben zu wenig Gas, deswegen brauchen wir Gas. Aber das wollen wir nicht mehr von Putin. Und was machen die Oberschlauen, die unsere Regierung beflüstern? Die sagen, dann lassen wir die Atomkraftwerke länger laufen. Am besten sogar noch ein paar neue bauen. Und wo kommt das Uran her? Na, aus Russland oder Kasachstan, jedenfalls da aus der Ecke. Und so stolpern wir in eine Abhängigkeit in die nächste und es kümmert uns nichts. Das ist diese Boykottheuchelei. Diese Heuchler von Sanktionen und Boykott, so scheinheilig verlogen und bigott, lassen auf Geschäfte sich mit Kriegsverbrechern ein und tun ganz so, als wird das nicht so sein. Sie finanzieren Putin so den Angriffskrieg, als wären sie interessiert an dessen Sieg. Sie wollen von Putins Gas sich unabhängig sehen, nichts liefern lassen, Putin widerstehen. Deshalb sagen sie, wir brauchen jetzt mehr Atom. Ohne Atom gäbe es nicht genügend Strom. Ohne Atom frieren daheim die Leute bald. Ohne blieb es in den Häusern kalt. Ohne Atom gäbe es in der Industrie Pleiten und Arbeitslose wie noch nie. Ohne Atom führt der Weg in den Bankrott. Vor der Gasabhängigkeit bewahr uns Gott. Doch sie nehmen billig gerne sein Uran, als hätte er der Ukraine nichts getan. Boykott mit halbem Herzen, das Geschäft nicht stört und man zeigt dabei, man ist nur halb empört. Frankreichs Framatom und Russlands Rosatom im Deal in Lingen, aber ist das der Regierung nicht zu viel? Offensichtlich drückt sie beide Augen zu, zeigt nicht, es drückt sie irgendwo der Schuh. Will ich gerne sein Uran, als hätte er der Ukraine nichts getan. Boykott mit halbem Herzen, das Geschäft nicht stört und man zeigt dabei, man ist nur halb erfüllt. Mit Kriegsverbrechern lässt man bereitwillig sich ein. Mit der Moral kann's so weit her also nicht sein. Wenn man nicht zögert und Sanktionen boykottiert, ist man nur an Profiten interessiert. Putins Uran wird über Straßen transportiert, durchs halbe Land, als würde damit nichts riskiert. Und ohne Skrupel zeigt man sich gewissenlos, richtig bleibt die Demonstranten, wird man los. Die Atommafia macht wieder, was sie will, und die Regierung hält sich raus, schreit dazu still. Sie reagiert noch nicht mal aufgeschreckt und
so als ob nichts wäre, hält sich halb bedeckt. Wir sagen Danke, nein zum russischen Uran. Wer glaubt, es würde stumm quittiert, der hat sich vertan. Deutsche Verlogenheit zeigt sich par excellence und zeigt sich offenbar schon die Trance. Abhängig von Putin, ob bei Gas oder Atom, abhängig ohne erneuerbaren Strom, abhängig von einem, der Macht hungrig erpresst und aus Macht die Menschen frieren und hungern lässt. Konzerne, die Energiewende versäumen, weit davon gewinnen, die in alten Zeiten träumen, sollte man enteignen, denn die sind ein Risiko. Putins Atom stimmt nur Kriegsgewinn davor. Putins Atom stimmt nur Kriegsgewinn davor. Noch ein Licht, ein Lied. Da gibt es auch eine Baustelle, die mit Atom zu tun hat. Wir sehen entsetzt darauf, dass Putin Atomkraftwerke in der Uran bombardiert. Gleichzeitig unterhalten wir selber Atomkraftwerke, die genauso auch mit konventionellen Waffen aus der Luft angegriffen werden könnten. Wir haben also da Atomwaffen sozusagen auf dem Boden stehen, die man treffen könnte. Mit demselben Erfolg, als wenn man eine Atombombe werfen würde. Ja. Demnächst ist wieder eine größere Demonstration in Nörvenich. Nach Nörvenich sind die Atomwaffen kurzfristig verlagert worden, die in Büchel gelagert haben. Büchel in der Eifel, Nörvenich auch in der Eifel, aber am anderen Ende. Und das sind prima Ziele für die, die böswillig sind. In Büchel, Rammstein, Nörvenich lagern Mörderwaffen. In Büchel, Rammstein, Nörvenich wird Zeit, sie abzuschaffen. Sie haben, sagt man, ihren Zweck, Feinde abzuschrecken. Doch kommen sie zum Einsatz, Menschen elendig verrecken. Mit welcher Logik wird Vernichtung eingeplant, dass kein Gewissen uns zum Innehalten mahnt? In Büchel, Rammstein, Nörvenich, Massenmordwerkzeuge liegen, um sie ohne Gewissens bis zum Massenmord zu fliegen. Sie haben, sagt man, ihren Sinn, Kriege abzuwehren. Sieht man aus Kriegserfahrungen keine anderen Lehren? Mit welcher Logik wird Vernichtung eingeplant, dass kein Gewissen uns zum Innehalten mahnt? In Büchel, Rammstein, Nörvenich will man auch überleben. In Büchel, Rammstein, Nörvenich sich noch eine Chance geben. Macht man zuerst Schlagszielen die Atomwaffendepots, ist die Überlebenschance nicht mehr riesengroß. Mit welcher Logik wird Vernichtung eingeplant, dass kein Gewissen uns zum Innehalten mahnt? In Büchel, Rammstein, Nörvenich hat man ganz schlechte Karten. Denn in Büchel, Rammstein, Nörvenich Bombenflieger starten, wird mit atomaren Waffen kurzsichtig gedroht. Wenn Bomben explodieren, bringen sie
den Tod, mit welcher Logik wird Vernichtung einen geplant, das keine Wissen uns zum Innehalten macht. Randsteinmörder nicht, lagern Mörderwaffen. In Büchel, Randsteinmörder, wenn ich will, Zeit sie abzuschaffen. Sie haben, sagt man, ihren Zweck, Feinde abzuschrecken. Doch kommen sie zum Einsatz, Menschen elendig verrecken. Mit welcher Logik wird Vernichtung eingeplant? Das keine Wissen uns zum Innehalten mahnt. Wir hören uns noch mal. Und mir auch noch mal ein Danke für die Lieder. Das letzte ist leider so, dass man sagen muss, wie dumm sind Menschen doch, oder? Nur Zeug erfinden, das einen kaputt macht, das einen zerstört. Dabei gibt es auch gute Sachen. Und die gute Sache, die seid ihr, die hier angekommen seid zur Montagsdemo. Wir hätten noch Platz. Also man kann doch jemanden mitbringen das nächste Mal. Das würde auch unsere Spendenbüchse etwas erleichtern, weil die dann voller wird. Nee, es wird sehr schwer, es wird ja voller. Aber dafür wäre das Konto auch etwas voller. Also kommt zahlreich das nächste Mal, bringt jemand mit. Ich weiß jetzt nicht, ob die Radler da sind. Da hinten alles klar, dann sagen wir auch noch Hallo und Dankeschön fürs Kommen. Und ganz kurz, wir haben jetzt kurzfristig umgestellt. Zuerst spricht Hannes Rockenbauch und dann spricht Norbert Bongartz, weil Hannes noch einen Termin hat. Ich selber bin an der Warnwache aktiv und nütze die Gelegenheit zu sagen, wer noch nicht weiß, wie er so 2 Stunden im Monat verbringen könnte und genug weiß zu diesem Projekt, der darf gern zu uns an die Wahlmarkt kommen und sagen, schreib mal einen Namen auf, ich will es mal probieren. Wir haben echt noch Platz auf der Liste. Und Stühle und Gasheizung besitzen wir auch samt Licht. Und jetzt muss ich sehen, was ich vergessen habe. Die Spendendosen haben wir, Musik auch. Gut, dann heiße ich jetzt Hannes Rockenbauch. Herzlich willkommen. Ich habe nur einen Arbeitstitel von ihm. Was direkt jetzt kommt, das hören Sie dann selber. Der Arbeitstitel hieß Solidarisch durch die Krise, Hintergründe zur Aktion am 22.10.22. Bitte. Ja, einen wunderschönen guten Abend an diesem goldenen Oktoberabend. Entschuldigung, dass ich so ein bisschen was durcheinander bringe. Ich habe nicht nur einen Arbeitstitel, sondern habe auch so eine Arbeitsrede. Weil eigentlich dachte ich nur, liebes Demo-Team, ich muss unbedingt die Demo ankündigen am 22.10., die da so einen sperrigen Titel hat wie Solidarischer Herbst. Ist abstrakt und sagt nicht so präzise, um was geht. Ich will es unbedingt ankündigen und euch motivieren, am Samstag gemeinsam mit uns zu demonstrieren. Sagt ihr, wunderbar, machen wir es. Geht halt 10 Minuten dazu. Also so probiere ich es, ich gebe mir Mühe. Ist nicht ganz leicht wegen dem Titel, wegen dem jetzt, dass ich hier dran bin. Ist auch nicht ganz leicht, weil man sich das vielleicht jetzt gerade noch schwer vorstellen kann, wenn es so warm ist wie heute. Aber ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Wenn ich an den Winter denke, dann muss ich frösteln. Wir sind da so mit Corona noch unterwegs. Wir haben Preisexplosionen bei erneuerbarer Energie. Wir haben Krieg und Klimakrise. Bin mir nicht so sicher, ob da alleine Waschlappen und Pulli helfen. Und mich fröstelt auch, weil ich gerade sehe, was sich schon am rechtsextremen Rand für eine Wut zusammenballt, angesichts der gerade sozialen Spaltung, die da droht in diesem Winter in unserer Gesellschaft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig warm ums Herz wird's mir auch nicht, wenn ich an diesen Doppelwumms denke, den unser Bundeskanzler verkündet hat. Irgendwie kommt mir das eher alles so vor, was die Bundesregierung gerade macht, wie zu spät, zu wenig. Für mich ist das eher so das Bild, dass wir uns gerade als Gesamtgesellschaft
in einem maroden Haus befinden. Da regnet es oben schon zum Dach rein und die Bundesregierung verteilt Eimer. Reicht nicht, dann bessert sie nach, dann bringt sie Gummistiefel, dass man wenigstens keine nassen Füße bekommt. Und jetzt mit dem Doppelwumms, das ist so ein bisschen die Dachpappe, die man jetzt rannageln will. Was die beim kalten Winter hilft, weiß ich noch nicht. Aber dass sie Lieferschwierigkeiten gerade mit der Dachpappe haben, das sieht man jetzt schon. Also wenn eine Gaspreisbremse dann irgendwann mal kommt, wenn es gerade wieder Tauwetter ist, also wenn es wieder warm wird, das hilft, glaube ich, nicht, Energiepreise bezahlbar zu machen und uns warm durch den Winter zu bringen. Man sieht es auch, diese Gummistiefel, an so eine Nachfolge des 29-Euro-Tickets. Liebe Freundinnen und Freunde für die nachhaltige Mobilität, was da möglich war, was da plötzlich in unserem Land ging, wie intensiv die Menschen wieder Bahn gefahren sind, genauso wie wir es uns eigentlich hier vorstellen als Bahnfreundinnen. Und jetzt kommen die mit dem 49-Euro-Ticket. Ist besser als nichts, aber wirklich helfen tut es bei Mobilitätswende nicht und beim Bremsen der Inflation auch nicht. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, wird es Zeit, dass wir gemeinsam sagen, das Haus ist marode. So kann es nicht weitergehen. Es macht uns auch Angst, wenn wir auf die Inflation gucken. Jetzt im September bei 10%. Bei Lebensmitteln, dem Existenziellen, eher bei 18%. Beim Energie, da sind wir kurz vor 50% und ist es ja jetzt noch nicht. Es sind ja jetzt noch die günstigen Gasverträge. Ist ja jetzt noch nicht das, was nächstes Jahr alles droht. Das macht auch mir Angst in diesem Winter und lässt mich frösteln. Mich lässt aber auch frösteln, und gerade ist es so wunderbar in den Liedern angeklungen, frösteln, dass fast die einzige Antwort auf Energieknappheit jetzt heißt, halt zurück zu Atom oder zu mehr Kohle. Und auch so ein Kohleausstieg 2030, der dann erstmal erlaubt, Lützerath abzubaggern, das ist doch kein wirklich klimagerechter Ausstieg aus dieser fossilen Energie. Das ist Verarsche, liebe Freundinnen und Freunde. Und Sie merken schon, so langsam mischt sich da. Und das ist auch wichtig, neben der Angst für den 22. Oktober schon so ein bisschen die Wut auf die Regierenden, bei mir zumindest. Aber so richtig wütend werde ich dann, wenn ich mir überlege, wer zahlt denn eigentlich diese 100 Milliarden für Rüstung? Wer zahlt denn eigentlich die 200 Milliarden, wo ein Großteil ja eigentlich dafür draufgeht, dass am Ende wieder Gaslieferanten ihre enorm übertriebenen Weltmarktpreise noch kriegen? 90 Milliarden wollen wir ausgeben, nicht gesetzlicher Gaspreis festgelegt, so kostet er halt jetzt, liebe Unternehmen, und mehr gibt's nicht. Nein, die dürfen verlangen, was sie wollen, und der Staat subventioniert es runter, damit es für uns noch irgendwie darstellbar wird. Das ist doch im Endeffekt eine Subvention für die fossilen Industrien. Das macht mich wütend. Und eigentlich ist es beim Wohngeld auch nicht viel anders. Statt zum Mietenstopp, wie wir ihn am 22.10. fordern, statt einem Mietenstopp kriegt man Wohngeld. Also eigentlich das Gleiche. Am Markt gehen die Mieten durch die Decke und der Staat kommt wieder mit richtig viel Steuergeld, dass die Vermieterinnen weiter exorbitante Miete verlangen können und es halt für uns dann am Ende doch noch bezahlbar wird. Das ist Mietersubvention. Die eine ist die fossile Industrie, die profitiert, und es ist dann am Ende wieder die Mietspekulation, die profitiert, wenn wir einfach Wohngeld erhöhen. Und was mich dann richtig wütend macht, und das machen die anderen Länder anders, ist dann, all das zahlen am Ende dann doch wieder wir, gemeinsam, also die 99% der Gesellschaft und nicht die 1%, die schon während Bankenkrise, während Corona-Krise und jetzt wieder im Krieg profitieren und Gewinne einstreichen. Seien es die, die von Stromkonzernen profitieren, seien es die, die in der Mineralindustrie beteiligt sind oder einfach nur die Vermögenden, die so aufgestellt sind, dass sie selbst in so einer sozialen Krise Vermögen um Vermögen anhäufen können. Die zahlen eben laut unserer Bundesregierung nichts oder fast nichts. Ein bisschen so bei der Strompreisbremse, aber im Großen und Ganzen nichts. Und was macht Spanien? Spanien macht eine Übergewinnsteuer, weil Kriegsprofiteure nicht einfach so davonkommen dürfen und dafür fährt die Bevölkerung einfach mal bis Ende des Jahres kostenlos. Das geht, liebe Freundinnen und Freunde. Und dieses geht, das ist mir für den 22. Oktober ganz wichtig, weil so eine Wut, die da so in mir aufkommt, reicht halt nicht. Was wir am 22.10. dringend brauchen, ist Mut. Mut machen für solidarische Lösungen, für ökologische Lösungen,
Und ich bin fest davon überzeugt, dass das geht. Man kann dieses marode Haus, in dem wir gemeinsam leben, das kann man eben sozial und ökologisch sanieren. Solare Wärme statt solare Kälte, liebe Freundinnen und Freunde, das ist die Lösung für diese Krise. Mietenstopp statt Wohngelderhöhung. 9-Euro-Ticket, ich würde sagen kostenlos, aber von mir aus, also teurer wie 9 Euro, das geht auf jeden Fall in unserer Gesellschaft nicht mehr, wenn wir wirklich was Soziales tun wollen. Das sind Lösungen, die wir am 22. Oktober gemeinsam stark und mit Nachhalt in die Gesellschaft tragen müssen. Und bei diesem Mut, da unterscheiden wir uns auch von denen, die nur schimpfen, von denen, die nur grölen und am rechten Rand gerade herzen. Weil es ist so viel möglich, wenn wir gemeinsam in unserer Gesellschaft anpacken. Drehen wir es doch mal um. Drehen wir es einfach mal um und gucken, mit welcher Konsequenz gerade die Reichen und mit welcher Konsequenz gerade fossile Konzerne profitieren in unserem Land. Ich habe die 100 Milliarden für Rüstungsindustrie, das hätte ich nicht geglaubt, dass es sowas nochmal gibt, ja schon erwähnt. Die 200 Milliarden, wo Großteil in die fossile Industrie gehen. Aber wir können doch weitermachen. Was ist mit den 65 Milliarden Euro jährlich, die in umweltschädliche Subventionen gehen? Jährlich 65 Milliarden Euro. Wir haben es hier oft diskutiert. Mit dem Dienstwagenprivileg, mit dem Dieselprivileg, mit dem Privileg für die Flugzeuge. Allein die Flugzeugindustrie, 11 Milliarden Subventionen. Da könnte man den Nahverkehr zu 9 Euro ein Jahr lang durchfinanzieren, liebe Freundinnen und Freunde. Was geht alles in unserem Land? Es ist nämlich genug da. Und jetzt braucht es uns in einem breiten Schulterschluss aus umwelt- und sozial engagierten Menschen, zwischen Initiativen, Verbänden und Gewerkschaften und Umweltverbänden, zwischen Fridays for Future und Bewegungen wie Stuttgart 21, gemeinsam am 22. hier auf dem Schlossplatz um 12 Uhr, um diesen Mut zu machen, um zu zeigen, was möglich ist und um klar zu sagen, genug ist genug. Und es ist auch genug da. Es ist nur falsch verteilt. Lasst uns endlich gemeinsam anpacken. Lasst uns ein großes und starkes Zeichen für einen solidarischen Herbst gemeinsam hier am 22.10. um 12 Uhr senden. Das Programm ist cool, die Redner sind cool, es wird sich lohnen. Wir machen eine laute und lebendige Tour durch die Innenstadt. Und ich freue mich, euch alle wiederzusehen nächsten Samstag um 12 Uhr hier am Schlossplatz. Bis dahin! Danke an Hannes Rockenbauch. Danke, dass ihr am Schluss auch gesagt habt, es gibt Lösungsmöglichkeiten. Mir geht es manchmal so, dass ich denke, ich gehe jetzt ins Bett, nimm mir irgendeinen Schmalzroman und klingt alles aus, ich will nicht mehr. Es ist zu viel, man wird müde, man geht Richtung Depression und dann fällt mir ein, montags und manchmal auch in der Kirche oder sonst wo, da höre ich was anderes. Steh auf, nimm dein Bett, geh und mach was. Also herzlichen Dank und wer kann, kann am Samstag durchfeiern. Beim Hauptbahnhof, an der Mahnmal herumhängen oder stehen und dann noch demonstrieren. Und jetzt heiße ich nochmal Gerd Schinkel auch, oder bin ich auf die Bühne drauf, dass er uns nochmal was spielt, bevor der nächste Redner kommt. Es gab am Wochenende einen Parteitag. Man könnte ja sagen, ist der Rede nicht wert. Aber es ist leider ganz anders. Und das ist vor allen Dingen anders, als sich diejenigen, die mit Klimaschutz was zu tun haben, es sich vorgestellt haben. Da wird im Wahlkampf und davor jahrelang die Position vertreten, Lützerath muss bleiben, die Dörfer müssen bleiben. Und dann gibt es irgendwo, ich weiß nicht wo, während der Koalitionsverhandlungen einen Altar, wahrscheinlich hat den RWE errichtet oder er ist für RWE errichtet worden, und auf den wird Lützerath geopfert. Der Machtzipfel.
wenn einer den Protest so lässig in den Rücken fällt. Warum wohl macht er das? Wer gibt ihm dafür Geld? Für einen Hauch von Macht, der gegen Klimaschutz sich stellt. Und die Empfehlung von Paris er wohl für entbehrlich hält. Worte bleiben Worte, gesprochen oder schwarz auf weiß. Manche interessiert ihre Bedeutung einen Scheiß. Es kümmert sich auch sie auch nicht mehr, was sie irgendwann gesagt. Höhnisch wird verlacht, wer nochmal nachzufragen war. 1,5 Grad, ab wie viel lohnt sich der Verrat? Artistisch übt der grüne Landesvorstand den Spagat. Und sagt, die rote Linie verläuft nicht bei Lützerath. An Glaubwürdigkeit haben die Grünen nicht mal einen Rest parat. Als sie ausgelotet haben, was könnte gehen und was nicht, war das so ein Schnellkurs, wie man Wahlversprechen bricht. Der Tisch, über den man sie zog, der war wohl eher kurz. Und was sie vor der Wahl versprachen, war ein feuchter Furz. Mit einem Rest an Rückgrat würde man nicht so biegsam sein. Kröche Lobbyisten nicht so tief in im Hintern rein. Könnt sich immer noch im hochgehängten Spiegel sehen, ohne sich vor Scham knallrot zur Seite wegzudrehen. 1,5 Grad, ab wie viel lohnt sich der Verrat? Artistisch übt der Landesvorstand den Spagat. Sagt, die rote Linie verläuft nicht bei Lützerath. An Glaubwürdigkeit haben die Grünen nicht mal einen Rest verrat. Die Kohle unter Lützerath wird jetzt noch hochgebracht. 5 Dörfer werden weitgehend von Baggern platt gemacht. 6 Dörfer für die Industrie endgültig ausradiert. Schwarz-Grün wird NRWE wie von Schwarz-Gelb regiert. Wenn einer aus dem Grünvorstand den Protest abschwört, hat er, was nötig ist, weder verstanden noch gehört. Warum sind manche für ein Zipfelmacht so konsequent? Verrat an ihren Kerngrundsätzen man von ihnen kennt. 1,5 Grad, ab wie viel lohnt sich der Verrat? Artistisch übt der grüne Landesvorstand den Spagat. Sagt, die rote Linie verläuft nicht bei Lützerath. An Glaubwürdigkeit haben die Grünen nicht mal einen Rest parat. Da baut sich eine Rückkopplung auf gerade. Gut. Ich weiß nicht, ob das mit dem Thema zu tun hatte, aber rückkoppeln mit den Grünen möchte ich mich eigentlich. Ein zweites neuralgisches Thema, das ist das Atomthema, hat auch irgendwie mit den Grünen zu tun. Ursprünglich war für den 22. Oktober eine Demonstration in Neckarwestheim geplant, die ist verschoben worden wegen der Demonstration, die schon vorhin angekündigt worden ist. Der neue Termin für diese Anti-Atom-Demonstration in Neckarwestheim
ist der 6. November. Und von daher gesehen nehme ich mal stark an, dass ich da den einen oder anderen von euch wiedersehen werde. Ich hoffe es jedenfalls, denn der Protest wird wichtig. Die Meiler, um die es geht, zwei sollen ja weiterlaufen, Neckar-Westheim und Isar 2. Das ist, wie man das so salopp sagen kann, das sind Risse-Reaktoren. Man kann auch den in Lingen dazu rechnen. Die sind sehr ähnlich, man kann fast sagen baugleich. Und das macht die Sache zu einem Risiko. Und Störfallbilanz Isar 2 heißt dieses Lied nun. Und das bezieht sich darauf, dass 108 Mal in der Lebensdauer bislang von Neckar, von Isar 2 meldepflichtige Störfälle dort vorgefallen sind. Das stimmt irgendwie völlig sicher, ne? Macht einem keine Sorgen. Es kann ja nichts passieren, es besteht kein Grund zur Aufregung. Da gibt es ein entsprechendes Lied von mir, das will ich jetzt aber nicht singen, sondern dieses hier. Achtmal festgehalten und für Meldepflicht. Doch ein Grund zur Aufregung gab es wieder nicht. 108-mal gab es offenbar ein Risiko. Wurde registriert, ganz offiziell, dann war's auch so. Dann stand es um die Sicherheit, mit Sicherheit nicht gut. Was wird gemacht? Das, was man offenbar dann tut. Man beschwichtigt und erklärt, ist alles halb so wild. Und man besorgte Warnungen als Panikmache schild. Kühlen Kopf bewahren, wird der Reaktor heiß. Besser, wenn nicht jeder sofort alles weiß. Beispielsweise gab es ein Problem mit dem Ventil. War es nicht ganz dicht, hatte die Dichtung zu viel Spiel. Wie stand es um Gefahren, wie weit ging die Sicherheit? Waren die Menschen in der Nähe wohl geschützt die ganze Zeit? Hat die Sicherheit der Menschen wirklich interessiert? War man nicht auf die Sicherheit des Meilers fokussiert? Wer hat wen bedroht? Wer war wirklich in Gefahr? Wer war zu wessen Sicherheit in Bereitschaft da? Kühlen Kopf bewahren, wird der Reaktor heiß. Besser, wenn nicht jeder sofort alles weiß. Worauf hat man sich zweifellos ganz konzentriert? War die Sicherheit der Menschen sicher garantiert? Oder wurde zuallererst an eines nur gedacht? Dass es weiter Strom gibt, keine Fabrik Verlust gemacht. Hauptsache der Strom fließt und nicht unterbrochen wird. Etwa zu Stromausfällen, Stilllegungen führt. Denn das trifft die Wirtschaft hart, gerade den Mittelstand. Also keine Panik, Politik der ruhigen Hand. Kühlen Kopf bewahren, wird der Reaktor heiß. Besser, wenn nicht jeder alles sofort. Man muss das reparieren, das Ventil nicht weiter leckt. Will man nicht den Eindruck kriegen, da sei noch was versteckt. Man will ja unterbinden, dass erkennbar wird,
mich ne Gefahr durch ein Leck heraus verirrt. Schließlich geht's um mehr als nur um einen Streckbetrieb. Man will ne längere Laufzeit als die, die noch übrig blieb. Und fragt man sich mit Sorgen, was dieses vorgehen soll. Man kriegt bei den Betreibern den Hals nun mal nicht voll. Kühlen Kopf bewahren, wird der Reaktor heiß. Besser, wenn nicht jeder sofort alles weiß. Achtmal Meldepflicht in 35 Jahren. Beteuert wird es droten, zu keiner Zeit gefahren. Man hatte was zu machen, war alles fest im Griff. Wie ein Kapitän auf seinem Schiff nah vor dem Riff. Man muss nur drauf vertrauen, dass schon nichts passieren wird. Doch, ja meine Güte, hat man sich geirrt. Irren ist doch menschlich und wer den Faktor kennt und ihn einfach ausblendet, in sein Unglück kennt. Kühlen Kopf bewahren, wird der Reaktor heiß. Besser, wenn ich jeder alles sofort weiß. Das gilt auch für Neckarwestheim. Ich hoffe, ich sehe euch dort. Schönen Abend noch. Danke, Edgar Schinke. Und wie gesagt, vielleicht sehen sich ganz viele in Neckarwestheim. Schön wär's. Man hat ja noch ein bisschen Zeit, sich davor auszuruhen. Jetzt kommt als nächster Redner Norbert Bongartz und ich finde, er hat eine ganz besondere Art und Weise, auch ernste Themen mit viel Freude und Humor an das Volk weiterzugeben. Ich bin schon gespannt, 100 Jahre Kopfbahnhof wird uns nie mehr fremd bleiben. Also diesmal werde ich ziemlich sachlich sein, das könnte ich nämlich auch. Liebe mitstandhafte Freunde und Freundinnen, Hans-Jörg Jäckel, der Präsident des auf seine Initiative gegründeten siebenköpfigen Komitees zum Anlass des 100-jährigen Bestehens des Hauptbahnhofs, hat am letzten Montag an dieser Stelle über die vorbereiteten Aktivitäten gesprochen. Wir wollen diesen Anlass dazu nutzen, den malträtierten Jubilar angemessen zu würdigen. Die erste Veranstaltung des Festkomitees wird, wie von Jörg Jäckel schon angekündigt, am kommenden Donnerstag schon um 18 Uhr die Festveranstaltung im großen Ratssaal des Rathauses sein. Diesen Abend haben wir unter das Motto Kopf hoch gestellt. Mein früherer Amtskollege im Landesdenkmalamt, Dr. Peter Münzenmeier, wird den Bahnhof aus der Sicht des Fachreferenten für Technikgeschichte beleuchten und würdigen. Und ich selbst werde dies aus der Sicht des Architekturgeschichtlers tun. Hinzu kommen noch Bild- und Filmbeiträge zum Thema. Der SWR hat seine Teilnahme angekündigt. Dieser Abend wird in seiner Vielseitigkeit ein ganz besonderes Ereignis sein, da sind wir uns sicher. Auch soll er nicht trocken enden, sondern bei einem Glas Wein. Kopf hoch ist auch der Titel unserer druckfrischen Jubiläumsbroschüre, die wir an diesem Abend dann erstmals vorstellen, also heute noch nicht, sondern erst ab Donnerstagabend vorstellen und gern auch gegen eine Spende abgeben werden. Den Schwerpunkt der Broschüre
bilden die fundierten Aufsätze von Dietrich Heißenbüttel und Peter Münzmeier. Und am kommenden Samstag und Sonntag finden jeweils ab 11 Uhr bis in den späten Nachmittag die von Hans-Jörg Jeckel bereits angekündigten Sonderfahrten mit Oldtimer-Zügen ab dem Hauptbahnhof statt. Es ist also durchaus möglich, an der von Hannes angekündigten Veranstaltung teilzunehmen und trotzdem die historischen Züge zu erleben. Dazu gibt es einen aktuellen Flyer, den ich hier zeige, mit allen Informationen und den Abfahrtszeiten der Züge, sowohl im Internet als auch an den Infoständen, an der Mahnwache und in den Miniaturwelten gegenüber, wo bisher der Mediamarkt war. In den Miniaturwelten kann man auch die Tickets zu den Sonderfahrten erwerben und am Samstag und Sonntag auch direkt in den Oldtimer-Zügen. Und so dort kann man einsteigen und dann kann man sich ein Ticket erwerben. Also, auf Wiedersehen am Donnerstagabend im Rathaus und am Wochenende am Bahnhof. Nur noch ein Detail, während dieser Nachmittage haben die Ingenieure 22 einen Infotisch aufgebaut und sie würden sich sehr freuen, wenn einzelne von uns oder mehrere bereit wären, an diesen Infotischen zwischendurch Wache zu halten oder sich mit zu engagieren, dass sie betreut werden, die Infotische. Und Wolfgang Kübart ist der Ansprechpartner. Der Platz im Moment vor mir ist zu dunkel im Vergleich zu der Bühne hier, aber Wolfgang Kübart stand vorhin als rechtester der Bannerträger an dem Banner der Ingenieure. Gehen Sie doch persönlich zu ihm und stimmen Sie sich mit ihm ab, in welcher Stunde Sie bereit wären, ihn und seine Mannen zu vertreten. So viele Ingenieure gibt es halt in dem Arbeitskreis nicht oder Sie haben andere Termine. Es wäre schön, wenn Sie doch eine Unterstützung erfahren. So, und jetzt kommt der Abschied mit drei Aufforderungen. Erstmal open bleiben, dann Kopf hoch und oben bleiben. Danke an Norbert Bongartz. Jetzt sind wir wieder ein Stück klüger, was wir wo erfahren oder was ich noch nicht wusste. Eine ganz kleine Geschichte zum Thema Eisenbahn. Um Züge fahren auf Schwäbisch, also richtig Züge fahren, nicht bloß so ein bisschen. Ich komme von der Alp ursprünglich, Meschstetten 1000 Meter hoch. Der große Traum und Wunsch war eine Zugverbindung. Irgendwann habe ich gedacht, na ja, das war Gerede. Vor 2 Jahren traf ich einen Mann, der mir erzählt, also so Thema Zugfahren so ging, natürlich war geplant, nach Meschstetten eine Zugverbindung zu schaffen. Nur liegt es leider jetzt irgendwo in der Schublade, mittlerweile im Archiv, vom Verkehrs an sonst wo irgendwo halt. Und denn es ging nicht, sie kamen nicht auf die Idee, wie man einen Zug ungefähr 300 Meter in die Höhe schießen kann. Das hat nicht geklappt und so hatten wir stattdessen keine Zugverbindung. Und mein Neffe, der seiner Oma eine Straßenbahnverbindung versprochen hat, hat dies im Lauf seines Lebens vergessen. Ein Glück für Meschstetten, es wird keine Streckensperrung geben, sie müssen nie darunter leiden, abgekoppelt zu sein, der Bus fährt ja noch. Und es wird nichts abgerissen, was sinnvoll aufgebaut wurde, im Gegensatz zu hier. Und jetzt geht es einfach noch mal kurz zu den Infos. Die Demo am Samstag hier auf dem Schlossplatz ist bekannt. Am Donnerstag ab 18 Uhr im Rathaus.
Deshalb sind die Theologinnen und Theologen so freundlich und lassen das Paargebet am Donnerstag ausfallen, damit alle ins Rathaus können. Der Ersatz oder nächste Termin ist dann der 23. November, das Paargebet. Dann, was bereits anklang, die Demo in Neckarwestheim ist nicht am 22., sodass wir auch hier sein können, sondern am 6. November. Und nun habe ich noch etwas kurzfristig reinbekommen. Ich will meine Ehre verteidigen, sagt Ernestine zu einem Berufungsprozess aus dem Jahr 2015, der am Donnerstag stattfindet. Ernestine, älteste Stuttgart 21 Demonstrantin, wird am 23. Oktober 92 Jahre alt. Diesen Donnerstag muss sie wegen eines Berufungsverfahrens vor Gericht erscheinen. Grund: Sie wurde 2018 in einem Stuttgart 21 Prozess zu einem Vorfall aus dem Jahr 2015 zu einer Geldstrafe verurteilt, wegen uneidlicher Falschaussage. Ich will meine Ehre verteidigen. Ich habe nicht gelogen, sagte Ernestine schon 2018 zu diesem ihrer Meinung nach ungerechten, falschen Urteil und legt die Berufung ein. Die Berufungsverhandlung findet jetzt statt und ist am Donnerstag, 20. Oktober, 9.30 Uhr, Landesgericht Stuttgart, Olga-Straße. Saalnummer, muss man am Ausgang gucken. Zum damaligen Prozess ein Bericht aus dem Jahr 2018 auf bei Abriss Ausstand. Also, wer Zeit hat und sie unterstützen möchte, so lese ich diese Info, darf gerne kommen. Und jetzt sage ich einfach noch. Ja, jetzt. Macht nichts. Jetzt kommt noch Werner Sauerborn. Habe ich gesagt, vorher noch Danke, habe ich gesagt, als Vorbereitungsteam vom Fest und vor allen Dingen als Demo-Team, die auch für jeden Montag dafür sorgen, dass hier was Gutes abläuft. Liebe Freunde und Freundinnen, ich muss noch ein bisschen was ergänzen. Das ist vor lauter Demo-Ankündigung vielleicht ein bisschen untergegangen. Aber wir planen im Rahmen dieser 100 Jahre Hauptbahnhofsjubiläum auch schon eine Kundgebung. Nicht nur eine Saalveranstaltung am Donnerstag, das ist natürlich einer der großen Höhepunkte. Aber am Samstag, wenn die Züge fahren, soll um 16.30 Uhr an dem Zugang zu den Querbahnsteigen, da wo das Kundencenter der DB gerade ist, der ist die Straße Kallas sowieso Platz, Passage, da soll eine Kundgebung stattfinden, eine Stunde lang, Gundrun Müller-Enzli moderiert, der Norbert und der Jörg halten kurze Beiträge und Dr. J. wird Musik beisteuern. Das ist auch ein wichtiger Termin, den sollten wir wahrnehmen, wobei ich dazu sagen muss, es gibt in der Sache noch ein bisschen Händel mit dem Amt für öffentliche Ordnung. Die stellen sich dermaßen an, uns das mal zu genehmigen. Die sagen, die Entfluchtung sei nicht gewährleistet. Also dieses Gelächter habe ich leider nicht geerntet bei der Kollegin im Amt für öffentliche Ordnung, sondern die hat mir ernsthaft gesagt, das sei eine Riesengefahr, wenn im Bahnhof ein Brand ausbricht und wenn die Leute alle da rausfliehen und deswegen können sie uns auch leider nicht genehmigen. Aber ich habe gesagt, wir mobilisieren, wir werden kommen. Wenn das je anders sich darstellen sollte, dann werden wir noch Bescheid sagen. Aber gehen wir erstmal dafür aus, 16.30 Uhr an den Kallas, an der Kallas-Passage, an dem Zugang zu Gleis 1 des Bahnhofs. Das musste noch ergänzt werden. Vielen Dank. So, und jetzt geht's zur Demo. Wie üblich, die Route rechts entlang die Königstraße nach unten bis zum Mahnmal. Dort könnt ihr euch gleich eintragen, das ist ganz ideal für uns. Wer noch was spenden möchte, die Möglichkeit besteht auch noch, auch den Bürgerbrief ist noch zu erhalten. Und ansonsten einen schönen guten Abend.